Jo, willkommen zurück zu Schmugio, Schmeckes You of the Schmulest. Freunde, wir sind heute mal wieder mit einem Umkehrduell am Start und heute haben wir es mit dem Finale der ersten Staffel zu tun. Schmaden Schmuki gegen den Kaiser, höchstpersönlich, den Charakter, der so gehypt wurde, dass er dann am Ende irgendwie gar nicht mal so viel gemacht hat. Natürlich geht es um Zane Truesdale und als der werden wir heute spielen und werden versuchen, Jaden zum 700 Millionsten Mal in dieser Videoreihe zu besiegen. Ich glaube, Jaden hatte ein paar viele Duelle in Yu-Gi-Oh! GX. Das könnte sein. Aber ja, es wird darauf hinauslaufen, dass wir versuchen werden, Cyber-Enddrache zu beschwören. Und wenn wir das nicht können, dann haben wir ein Problem. Also, wer das Video vielleicht noch im Kopf hat vom Hauptkanal, ist mittlerweile 3-4 Jahre her. Da habe ich ja mal ein dümmste Duelle-Video Jaden gegen Zane gemacht. Also ich glaube, der hat Cyber-Enddrache in diesem Duell 6-mal oder so beschworen. Das ist der Wahnsinn. Verstärkung für die Armee auf Seiten von Schmaden Schmuki. Elemental Sparkman ist natürlich ein sehr guter Start. Und wir haben Cyber Dragon Core. Wir haben hier neue Cyber Dragon Support-Karten. Aber natürlich hier auch absoluten Trash wie Schadenspolarisator oder Edelmetallwandler. Also das ist auf jeden Fall unterirdisch. Cyberdrache 2, der nur wirklich Sinn macht mit einem Zauber in der Hand, den wir nicht haben. Ja, Cyber Phoenix, Cyber Dragon Core. Wobei, ich würde sogar sagen, Cyberdrache 2 macht sogar gerade Sinn. Denn wenn wir angreifen, bekommt er 300 ATK dazu. Deshalb greifen wir Sparkman an. Wo ein Schmaden ist, ist natürlich auch die Macht des Spiegels nicht allzu fern. Und deshalb bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als unsere drei Karten verdeckt zu spielen und gleich die 1600 Punkte von Sparkman zu fressen. Wie es jedes Mal so ist. Jedes einzelne Mal. Wildheart. Im Angriffsmodus. 3100 Schadenspunkte. Weil, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Es ist schließlich der Main Character. Aber hey, Zukunftsfusion. Das klingt erstmal gut. So, was haben wir im Extra-Deck? Wir haben nur Cyber-Enddrache. Das heißt, wir dürfen nicht mal Cyber-Drache ziehen, sonst ist Zukunftsfusion einfach tot. Also bitte im nächsten Zug keinen Cyber-Drachen topdecken. Sonst haben wir ein Problem. Ich würde sagen, wir beschwören aber auf jeden Fall unseren Cyber-Phönix im Angriffsmodus und den rüsten wir mit Edelmetallwandler aus. Was? Der annulliert meinen eigenen... Ich sag dazu nichts mehr. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Monster mit dieser Karte ausrüstet und der annulliert das selbst? Ach komm, das ist doch Schwachsinn. Das ist doch gerade nicht wirklich passiert. Das ist doch gerade nicht wirklich passiert. Nee, nee, nein, 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 nein. In keiner Welt ist das gerade wirklich passiert. Das Ding ist, ich habe auch keine Chance mehr. Also ich kann jetzt Cyberdrache 3 beschwören, Sparkman angreifen. Ja toll, dann wird er im nächsten Zug von Wildheart zerstört und Burst Tinnitrix greift direkt an und ich habe verloren. Das heißt, ich muss Cyberdrachen Core beschwören und hoffen, dass ich irgendwas suchen kann, was mir hilft. Cyber-Reparaturwerkstatt. Dann machen wir das doch. Beide Effekte. Ja, das hat noch gefehlt. Ich finde es übrigens maximal irritierend, dass Zane Truesdale in seinem Deck hier nur drei Cyberdrachen hat. Wie wir alle wissen,
hat er mindestens 6 gespielt, okay? Wenn nicht sogar 20. Also so oft, wie der den auf der Starthand hatte und so oft, wie wir den in seinem Deck gesehen haben, gerade bei der Aktivierung von Zukunftsfusion, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, okay? Wir wissen jetzt, Edelmetall, Wandler, Cyber, Phoenix ist eine Kombo, die funktioniert nicht. Das Ding ist, also, wenn du mir sagst, Cyber Phoenix, der kann, also, wenn der von einem Zauber- oder Falleneffekt gewählt wird, der annulliert das. Ah ja, stimmt, da war ja irgendwie sowas. Wenn du mir sagst, Edelmetallwandler, der kann Monster wählen und 500 ATK, ja, da war irgendwas. Aber ich hatte noch nie die Situation, dass Cyber Phoenix und Edelmetallwandler gleichzeitig und der annulliert das, nee. Also, ich verstehe, dass es auf der Hand liegt, aber die Situation hatte ich noch nie. Muss ich wirklich zugeben. So, Cyber Phoenix verdeckt, 1600 ist auf jeden Fall ein Verteidigungswert, der sich sehen lassen kann. Endphase. Ja, und selbst wenn er zerstört wird, dann dürfen wir halt eine Karte ziehen, ne? Also, Sparkman, der kommt da genau nicht drüber. Und beide haben genau 1600 Punkte. Ich kann jetzt natürlich Limiter Stop aktivieren. Ah ne, die habe ich gar nicht verdeckt gespielt, aber Edelmetall war da. Das Ding ist, Cyber Phoenix wäre stark genug, um über Sparkman drüber zu kommen, aber Protoss Cyber Drache halt nicht. Der würde in Sparkman einfach rein crashen. Und ja, ihr versteht, ja, es ist ja. Dumm. Egal. Proto-Cyber-Drache im Angriffsmodus. Wir greifen da mit Elemental Sparkman an. Kampf eröffnet. Nein. Battle-Step läuft. Nein. Damage-Step läuft. Da funktioniert Spiegelkraft nämlich nicht mehr. Da machen wir Edelmetallwandler auf ihn. Dann werden beide... Er kann Kampf machen, als ob. Als ob der jetzt auch eine Karte hat, die 1000 ATK gibt. Monster, die mit ihm durch Kampf zerstört werden, werden auf die Hand zurückgegeben, anstatt auf den Friedhof gelegt zu werden. Nein! Der ganze Grund, warum ich das mache, ist doch, weil ich ihn in den Friedhof kriegen will. Ich will Proto-Cyberdrache im Friedhof, damit ich mit Cyber-Dragon Core Cyber-Reparaturwerkstatt suchen kann und die aktivieren kann. Und dafür brauche ich ja ein Lichtmaschine-Monster im Friedhof. Was ist denn los? Muss ich jetzt wirklich auch noch Begrenzer Entferner aktivieren? Hat er halt wirklich 100 Punkte mehr als der Sparkman. Aber das heißt, Cyber Phoenix wird in der Endphase auch zerstört und ist es. Ist doch alles. Junge. Ja, machst du nix. So, Burst Tricks im Angriffsmodus. 1200 ATK, noch nie gesehen die Karte. Noch nie gegen gespielt. In den letzten Wochen. So, Main 2. Kraftbündnis. So, wir beschwören Cyberdrachenmark. Wenn der normal beschworen wird, können wir uns Cyber-Reparaturwerkstatt vom Deck auf die Hand nehmen. Ich finde es auch cool, dass wir so eine Karte haben, die wir damit suchen können. Cyberdrache muss ich im Friedhof. Proto-Cyberdrache ist ja nur auf dem Feld. Ach komm. Da muss ich sogar noch warten, bis Cyber Dragon Core zerstört wird. Okay, aber der bringt mir ja sogar im Friedhof was. Der bringt mir ja sogar im Friedhof was. Damit kann ich einen Cyber Dragon beschwören. Hätte ich das vorhin machen können und hab's nicht gemacht? Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. So, da kommt Flammflügelmann. Oh, das ist aber eigentlich zu saftig, um den jetzt nicht sofort mit Defusion wieder ins Extra-Deck zu buxieren. Ich glaube, das mache ich. Das ist ja minus 2. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Bei Flammflügelmann. Okay, er beschwört noch den Avian als Normalbeschwörung. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich will ja, dass er den zerstört. Das ist perfekt. Das ist das Best-Case-Szenario. So. Jetzt haben wir nämlich folgende Option. Cyberdrache 2. So. Wir aktivieren Cyber-Reparaturwerkstatt. Wähle ein Lichtmaschinemonster in deinem Friedhof, mische das gewählte Ziel ins Deck, füge deiner Hand ein Lichtmaschinemonster von deinem Deck hinzu.
Das machen wir, das zweite. Wir holen uns den OG. Den Originalen. Den einzig wahren Cyberdrachen auf die Hand. Dann benutzen wir den Effekt von Cyber Dragon Core. Wir können ihn verbannen, da unser Gegner ein Monster kontrolliert. Also die Cyberdrachen-Bedingungen, um einen Cyberdrachen von unserem Deck zu beschwören. Dann können wir Cyberdrache 2 als Normalbeschwörung beschwören. Und da wir eine Zauberkarte in der Hand haben, können wir diese vorzeigen, damit er bis zum Ende des Zuges ebenfalls zu einem Cyberdrachen wird. Das bedeutet, wir haben zwei Cyberdrachen auf dem Feld und einen auf der Hand. Mit anderen Worten, wir können die Zauberkarte aktivieren, bei der es nicht nur wichtig ist zu wissen, was sie macht, sondern auch wie man sie richtig einsetzt. Wir fusionieren unsere drei Cyberdrachen zum einen und einzigen Cyber-Enddrachen. Im Angriffsmodus! Wir haben ein Problem. Wir können den in dem Zug nicht killen und wir kriegen gleich 4000 Schaden, aber egal. Cyber-Enddrache, greif Elemental Avian an! Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Komm, Normal Summon, Burst Cinetrix. Sind genau 2-2. Hat er nicht? Mhm. Alles klar. Alles klar. Mhm. Okay. Jetzt aber. Cyberdrache, greif an. Okay. Ich hasse Yu-Gi-Oh! Ich hasse Yu-Gi-Oh! Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich weiß gar nicht, warum ich das spiele. Ich hasse es einfach. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das jeden Tag aufs Neue an? Mein Körper macht dieses Stresslevel irgendwann einfach nicht mehr mit. Bro, wie kann man diesen Moment kaputt machen? Wie? Ich sag's euch, Legacy of the Duelist sollte so programmiert sein, dass man epische Momente nicht zerstören kann. Und jetzt geht das 7 Jahre lang so weiter, dass er Monster verdeckt spielt und dich immer wieder angreift und immer wieder angreift und immer wieder angreift. Oh, ich habe eine Fusionskarte auf der Hand. Ich habe die andere Zauberkarte auf der Hand, die mir Fusion erlaubt. Und jetzt habe ich die Karte gezogen, die mir eine weitere Zauberkarte suchen lässt, die mir Fusion ermöglicht. Man könnte fast meinen, das Deck ist auf Fusion aufgebaut. Ach, das habe ich getan. Oh, warte, mein Gegner hat Spiegelkraft aktiviert. Junge! Was ist denn los? Ich hab's verstanden. Fusion ist das Game. Ist ja gut. Das Ding ist, selbst wenn ich jetzt noch einen Cyberdrachen ziehe, der hat nicht mal Cyber-Zwillingsdrache im Extra. Nein. Nein. Ich hasse dieses Spiel. Zukunftsfusion bei 1. Was senden wir? Huh? Wild Edge.
Das wird nicht gut enden. Was sind Tricks im Angriffsmodus? Versteht er selber nicht, warum er das macht? Waka sich voranstürmen. Aber die hilft mir sogar gegen Wild Edge. Das ist sogar gerade voll kein schlechter Top-Deck. Okay, dann greifen wir mit Cyberdrache Burst Cinetrix an. Das muss ich sogar durchgehen lassen. Weil der kommt jetzt zurück auf die Hand. Und dann kann ich ihn wenigstens in der Main-Phase 2 nochmal spezial beschwören. Und dann kann ich waghalsig voranstürmen, verdeckt spielen. Damit der im nächsten Zug nicht von Wild Edge gekillt wird. Kannst du keinem erzählen, was hier vonstatten geht. Der Wahnsinn. Greif an mit Wild Edge. Okay, greif an mit Wild Edge. Bitte greif mit Wild Edge an. Okay, perfekt. So. Waghalsig sich voranstürmen. 700 ATK. Bye bye Wild Edge. Hat sich die Zukunftsvision nicht so ganz gelohnt. Das Ding ist, jetzt ist da eine mächtige Flammenmanipulatorin, über die wir nicht drüber kommen. Es sei denn, meine Damen und Herren, der Top-Deck aller Top-Decks. Es war eine absolute Achterbahn der Gefühle, aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo das Herz der Karten uns tatsächlich doch noch zeigt, dass es existiert. Monster! Reanimation! Und selbstverständlich gibt es nur eine Karte, die wir damit zurückholen. Und natürlich ist das der legendäre, eine und einzige Cyber-Enddrache. Im Angriffsmodus, ohne Animation. Blasphemie. Und natürlich ist der Bruder stark genug, um über Burst Cinetrix drüber zu kommen. Und natürlich ist Cyberdrachen stark genug, um über dieses verdeckte Monster drüber zu kommen. Auch wenn es Clayman ist, der 2000 Death hat. Denn wir haben 100 Angriffspunkte mehr. Und jetzt mit einer einzigen Karte. Zeig mal, was du jetzt noch machen möchtest, Mr. Schmaden Schmookie.